Mein Name ist Viktoria Konzert und ich bin als Assistenzärztin an der Universitätsklinik für Innere Medizin 3, klinische Abteilung für Rheumatologie, tätig. Zu meinem Forschungsgebiet gekommen bin ich über ein Interesse an der Immunologie und Innere Medizin, konkreter der Rheumatologie, was mich dann auch hierher nach Wien und an die Arbeitsgruppe von Daniel Aledaha geführt hat. Inspiration finde ich tagtäglich, vor allem in den Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeiten kann, und Kraft und Energie schon auch im klinischen Alltag, also in der Arbeit mit den Patientinnen und Patienten. In unserer Arbeit beschäftigen wir uns unter anderem mit Studiendaten zu rheumatoiden Arthritis und Psoriasis-Arthritis. Konkret haben wir hier mit verschiedenen statistischen Methoden Kriterien für Krankheitsschübe, sogenannte Flares, also ein Wiederkehren der Erkrankung, nachdem diese eigentlich bereits gut kontrolliert war, definiert. Und diese Parameter sollen dann als Endpunkte in klinischen Studien deren Vergleichbarkeit und auch eine einheitlichere Auswertung ermöglichen. Das Spannendste an der wissenschaftlichen Tätigkeit ist sicher die Möglichkeit zur permanenten Weiterentwicklung, also ständig Neues entdecken zu können, verschiedenste Menschen kennenzulernen, aber auch eigene Interessen oder Fragestellungen auf eine sehr kreative Art und Weise verfolgen zu können. In der Klinik sind es dann sicher die Kolleginnen und Kollegen bzw. die Arbeit im Team, die im täglichen Alltag dann am meisten Freude bereitet.